So sieht das dann aus, wenn man nochmal in den Endspurt geht. Einmal kurz nochmal anziehen, um wirklich ein bisschen Laktat reinzukriegen in den Muskel. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Zeit war. 37. Das ist okay. Jetzt merkt man es langsam. Das Laktat schießt in die Muskulatur rein. Es tut weh. Weil der Körper wird die nächsten Tage natürlich darauf reagieren. Und da wird man nochmal einen Schub haben. Das war jetzt eine 37, das ist auf 1000 eine 3,45. Wäre auf 10.000 eine 37,30. Ist natürlich dann nicht durchzuhalten, weil ja die Pausen fehlen. In den Pausen, wie gesagt, runtergehen, ein bisschen die Runde nochmal 400 Meter gehen, ein bisschen traben. Ich dehne mir zwischendurch immer nochmal die Achillessehne, weil ich da leichte Probleme habe. Aber das heißt, nach 400 Meter muss man wieder am Start stehen. Pause dauert etwa so 3,30. Dann haut man nochmal einen raus. Gucken, ob ich nochmal an die 37 rankomme. Wie gesagt, der Muskel macht langsam dicht. Ein Hinweis dann auch nochmal zum Thema Krafttraining versus Laktat. Es gibt halt noch eine dritte Energiebereitstellung im Körper. Neben der aeroben gibt es die anaerobe Laktazie. Das ist die, wo wir den Entwicklungsbereich trainieren. Und die anaerobe Alaktazide. Und dort wird Kreatinphosphat bereitgestellt. Also beispielsweise beim 100-Meter-Lauf 7, 8, 9 Sekunden. Und das ist im Prinzip die Energiebereitstellungsform, die beim Krafttraining zum Tragen kommt. Da entsteht in den seltensten Fällen, natürlich entsteht Laktat im gewissen Maß, aber in den seltensten Fällen ein hoher Laktat, also Minimol-Gehalt im Blut. So, jetzt nochmal Gas geben. Die letzten 10 Meter. 15. 7, 25. Großartig, ich fühle mich gut. Meine harte Nummer. 3x 2000. Bringt jemanden richtig hoch im Entwicklungsbereich. Vor allen Dingen für den Kopf eine gute Sache. Meines Erachtens machen viel zu viele Menschen im Grundlagenausdauerbereich ihr Training für den Marathon. Aber durch den Entwicklungsbereich kann man nochmal ein schönes Level erreichen. Eine Tatanbahn hat eigentlich jeder um die Ecke. Und deswegen so kleine Intervalltrainingseinheiten. 15x400, 6x1000, 3x2000, wie auch immer, sind immer schöne Einheiten, um nochmal ein bisschen die Grundschnelligkeit zu erhöhen. Kann ich also nur jedem raten. Allerdings eine Einheit davon in der Woche reicht, weil wir Amateure auch unseren beruflichen Alltag haben und da haben wir schon genug Stress. Und das hier stresst ja den Körper auch. Dahingehend eine Einheit Intervalltraining, eine Einheit ein Fahrtspiel und ansonsten im Grundlagenausdauer 1 Bereich unterwegs sein. Das reicht, um ein schönes Niveau zu erreichen. Wenn du weitere Fragen hast zum Trainingssystem für Seven Summits for Health, wie ich mich auf ein Niveau bringe, um tatsächlich dann die Seven Summits zu besteigen oder im letzten Sinne noch 6, schreib mir einfach eine E-Mail an nicolas@sevensummitsforhelp.com.